Hi, ich bin Maximilian Kissel. Ich spiele bei der University of Bridgeport in der NCAA D2. Ich bin Stürmer und heute nehme ich euch mit in einen Game Day von mir. Ich bin in die USA gekommen, weil ich eigentlich grundsätzlich halt schon immer so interessant fand, mal ins Ausland zu gehen, also auch für eine längere Zeit. Und meine Eltern wussten darüber Bescheid und da hat mein Vater halt Rami kontaktiert von Rotana Sports, der mir auch geholfen hat, hierher zu kommen. Und dann war ich halt so ein bisschen neu im Prozess und dann hab ich halt so ein bisschen mit Rami geredet und der hat mir so erklärt, wie es so abläuft, wie es bei ihm ist selber, da er halt selber damals Student war in den USA. Dann habe ich so den ganzen Prozess mitgemacht. Dann hab ich mich am Ende des Tages für die University of Bridgeport entschieden, genau. Warum ich mich für die Uni entschieden habe, ist eigentlich nur wegen, also hauptsächlich wegen dem Co-Trainer, weil der halt immer sehr aktiv war und mir auch krass gezeigt hat, wie sehr er mich haben will, im Vergleich zu vielleicht anderen Coaches. Und das hat mich einfach so am Ende des Tages überzeugt und hat mir auch so ein etwas sicheres Gefühl gegeben, hierher zu kommen. Und halt auch, weil das Angebot halt auch dementsprechend gut gepasst hat zu meinen Vorstellungen und zu dem, was ich auch so Ami und ich uns so quasi im Kopf immer so erwünscht und auch erhofft haben. Hi, ich gehe jetzt mit meinem Roommate zu Marina und das ist unsere Cafeteria, wo wir eigentlich mal mittags und abends essen. Willst du was sagen? Nix. Ich bin gerade in der Cafeteria, ich habe mein Essen geholt. Vater. Für mich einfach nur Toast mit Gatorade und Wasser. Jakob hat es schon ein bisschen besser gehen lassen. Ja, ich bin gerade mit so ein paar Teammates. What's up, guys? Naja, danach gehen wir zurück ins Dorm, chillen ein bisschen und danach geht's uns Treatment und machen uns ready fürs Game. 3 Stunden später. Wir sind jetzt gerade bei uns in den Kabinen, Pre-Game, machen dann ein bisschen mit den Trainern, halt so ein bisschen Treatment, ein bisschen Dehnen, halt je nachdem, was man braucht, halt fürs Spiel. Aber gucken nachher noch erstmal das Women's Soccer Game, aber das sind erstmal hier unsere Kabinen. Die waren letztes Jahr größer, aber danach hatten wir halt einen Umbau bei uns und jetzt sind die ein bisschen kleiner, aber ist trotzdem noch okay geworden, würde ich sagen. Aber leider nicht so gut wie im letzten Jahr. Jo, kurz unterbrechen, während Maxi weiter seine Haare fresh macht. Du guckst dieses Video eh schon, dann lass doch einfach ein Like da. Hilfst mir auf jeden Fall damit sehr weiter. Stichwort helfen, wenn du an einem Fußballstipendium interessiert bist und dich fragst, wie du so ein Fußballstipendium bekommst oder wenn du herausfinden willst, ob du überhaupt Chancen auf so ein Fußballstipendium hast, dann füll auf jeden Fall die Chanceneinschätzung unten in der Beschreibung aus. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Fragen hast. Ich sag dir dann Bescheid, ob du Chancen auf so ein Fußballstipendium hast. Ich helfe nämlich schon seit über 2 Jahren talentierten Spielern dabei, ein solches Fußballstipendium zu bekommen. Maxi war einer davon und mit etwas Glück bist du auch schon der Nächste. Gerade gucken wir das Frauenfußballspiel vor unserem Spiel und dann gehen wir zur Halbzeit rein und machen uns dann ready mit Stretching, Anziehen, Aufwärmen, Vorbereitung fürs Game. Mit dem Lukas, mit Bruno und mit dem Danny. Und ja, hoffentlich gewinnen die Frauen, aber naja, bei uns weiß man nie. Ja, es regnet zu sehr, deswegen gehen wir jetzt schon mal rein, weil, wie man sieht, ich bin geisteskrank nass. Deswegen gucken wir das Spiel von drin weiter. Ich bin gerade bei uns im Trainer Room. Hier ist eigentlich nur so, um sich halt fit zu machen fürs Game, ein bisschen stretchen. Man kann sich auch aufwärmen. Oder wenn man halt Beschwerden hat, kann man mit dem Trainer reden, dann kann man halt entsprechende Maßnahmen machen bevor dem Spiel. Oder halt nach dem Spiel oder nach dem Training kann man auch hier hinkommen und sich halt dementsprechend auch versorgen lassen oder halt mit dem Trainer reden, was man braucht. Falls man auch eine schwerwiegende Verletzung hat, dann kann man hinkommen und dann kann man gucken, was man machen kann und was man machen muss. Und da werden ja auch Appointments gescheduled, quasi mit Ärzten, Doktoren etc. pp. Wo man halt dann sich verarzten lassen muss oder halt, solche jetzt bei uns 2000 Team eine OP machen mussten nach Absprache mit den Trainern. Back and away immediately. Joao Miranda into the box, going in line, cuts it across, keeper off his line, and it bundles into the back of the net. Well, that's one way to respond coming out of halftime. Get a goal in 22 seconds. Servus, ich melde mich jetzt im Namen von Maxi. Wir haben 1-0 gewonnen. Solides Spiel. Hätten durchaus höher gewinnen können und jetzt 2 Tage off, das hatten wir noch nie, aber 2 Tage off und das heißt Regeneration und ja. Ich bin Josh Lilly, ja. Guten Tag.
Al Wiedersehen. What's your favorite hobby? Fußball. What's your second favorite hobby? Oktoberfest.